Herrn Bundespräsidenten hier im Stadion. Ein Hornist des österreichischen Bundesheeres wird akustisch dieses Eintreffen ankündigen. Er in Begleitung von IOC-Präsident Lord Michael Kilanin und vom Präsidenten des Organisationskomitees dieser Winterspiele, Unterrichtsminister Dr. Fred Sinowatz. Treten 9 Fahnenschwinger mit einer österreichischen und 8 Tiroler Fahnen das Zeremonienfeld. Sie sind bekleidet in der Tracht der Stadt Innsbruck und der 8 Tiroler Bezirke. Und hier beginnt der Einmarsch der Nationen an der Spitze. Auch das ist eine traditionelle Geste. Im olympischen Zeremoniell ist die kleine Mannschaft Griechenlands eine Geste an die antike Tradition der Olympischen Spiele. Und wie immer an Olympischen Spielen, ob im Winter, ob im Sommer, wirkt dieser Einmarsch auch eine kleine Modenschau. Die österreichische Mannschaft wird als Letzte kommen, auch das ist so festgelegt. Die Mannschaft des Veranstalterlandes bildet immer den Schluss dieses Defilés. Das erste Mädchen, das eine Fahne trägt, die Trikolore wird getragen von Danielle de Bernard. Großbritannien. Ein großes Aufgebot stellt naturgemäß auch Japan. Masaki Suzuki, der Eisschnellläufer, trägt die japanische Fahne. Suzuki, der auch eine Zeit lang den Weltrekord über die Sprintstrecke hat. Kanada. Nation, die die meisten Medaillen an Olympischen Winterspielen erreicht hat bisher, nämlich 47 Gold, 49 Silber und 42 Bronzemedaillen, Norwegen. Schweden. Schweden und die Schweiz. Fahnenträger Werner Kamichl, zweifacher Olympiasieger im Viererbob. Die Sowjetunion unter Norwegen an zweiter Stelle der Medaillenbilanz bisher an Olympischen Spielen mit. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Und der Applaus kündigt die letzte Mannschaft dieses Defilés an. Österreich mit dem Fahnenträger Franz Klammer. Ich erkläre die 12. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 für eröffnet. Der Bürgermeister von Sapporo, Takeshi Itagaki, begleitet von 10 japanischen Mädchen in Kimono-Tracht. Er wird die. Nun die Stadtanordnung der Landeshauptstadt Tirols, Innsbruck. Und
Und dieser Gruß geht mit Brieftauben in alle Welt. Und an den Füßen der Tauben befindet sich die Meldung: Olympisches Feuer in Innsbruck, Berg-Isel-Stadion am 4.2.1976, 15.30 Uhr, eingetroffen. Und hier trifft das Olympische Feuer ein. Der Olympiasieger 1964 im Rodeln, Josef Feistmantel. Er läuft noch die Treppe hinauf, den Gegenhang zu den beiden Feuerpylonen. Oben wartet bereits Christel Haas, die Abfahrts-Olympiasiegerin von Innsbruck 1964. Während nun Josef Feistmantel das Feuer der Olympischen Winterspiele 1976 entzündet hat, überreicht er nun die Fackel an Christel Haas, die ihrerseits die Pylone des Jahres 1964 entzündet, zum Sinnbild, dass Innsbruck Austragungsort zweier Olympischer Winterspiele geworden ist. Im Namen aller Wettkämpfer gelobe ich, dass wir im fairen Wettstreit an den Olympischen Winterspielen teilnehmen und die für sie geltenden Regeln achten und befolgen werden. Fünf Tiroler Talschaften in Unterimtaler, Achentaler, Alpbacher, Zillertaler, Ötztaler und Südtiroler Tracht werden nun mit ihren grünen Reifen, die mit roten und weißen Farbbändern beschlungen sind, den traditionellen Tiroler Reiftanz aufführen.